Wir müssen irgendwann noch aufleveln. Ich schlepp's schon wieder zu viele Erfahrungspunkte bzw. Aktionspunkte und hast du nicht gesehen. Lernpunkte rum. Da irgendwas drin? Nee. Weißt du, bist bei den Banditen und dann ist das hier stehlen. Gibt es überhaupt eine Situation, wo man dann hier nicht stehlen? Also, dass da nicht stehlen steht? Hä? Habe ich das nicht gerade eben? Scheinbar nicht. Noch jemand. Zum Beispiel ist das nicht stehen. Zweimal Adern hier. Rapture. Okay. Rat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 . Ich finde es aber gut, dass bei solchen Spielen nie so richtig eine Erklärung kommt, warum man so viel Platz in den Taschen hat. Okay, ich lass dich nur machen. Wow. Crazy Craig. Boah, ist das ein Idiot. Ist das ein Idiot. Information für Craig erhalten. Achso, die sind ja woanders, ne? Hm. Der Trottel Weasley hat sich vor seiner Nachtwache gedrückt. Ich wusste, dass es schief geht. Jetzt rennen in unserer Donnerkugel diese Biester rum. Ich konnte mich noch im letzten Moment davonschleichen. Mal sehen, wie Wesley dieses Problem lösen möchte. Helfen werde ich dem nicht. Hoffentlich hat der Idiot den Schlüssel für die Truhe nicht auch noch verloren. Sonst müssen wir die irgendwie knacken, um an unser Bier zu kommen. Ah, okay. Da ist schon durchgespielt. Oh, was haben wir hier? Klopapier? Was ist das denn? Hallo? Wie kriege ich denn die Flasche? Wo ist die in der Kiste? So, stehlen, ist klar. Craigs Tagebuch. Die Berserker haben doch den Knall nicht gehört. Wir sollen uns mit denen zusammenschließen und wie Naturburschen leben? Nein, danke, da räume ich lieber erstmal das Feld. Mit den anderen Outlaws werde ich auch nicht mitgehen. Diese traurige Schweinebande kann ich mir nicht geben. Haben sich in so einen dreckigen Sumpf zurückgezogen. Lieber mit dem Rest meiner Bande weg von denen und eine angemessene Unterkunft finden. Wir haben diese Glaskuppel im Norden von Tavar entdeckt. Die wurden erstmal von den ganzen Monstern befreit. Es ist alles ein wenig heruntergekommen, aber besser als im Freien schlafen zu müssen. Ich habe einige Leute losgeschickt, um brauchbares Material zu sammeln. So können wir uns in einen kleinen Stützpunkt aufbauen. Die Schnarchnasen haben mit den ersten Arbeiten in der Kuppel begonnen. Von hier aus haben wir den perfekten Blick auf die Berserker. Könnte gerade nicht besser laufen. Bald haben wir genug Leute zusammen, um uns das Fort zurückzuholen. Und dann nehmen wir uns die Alps vor. Sobald wir uns deren Technik unter den Nagel gerissen haben, sind wir unbesiegbar. Und dann werde ich größer sein, als Red jemals war. Ich werde der König von ganz Magallan sein. Ah, Infinite ist ein schönes Spiel. Was haben wir hier? Eine Truhe zum Aufschließen. Okay, Schlachtkeule. Okay. Bier haben wir auch. 2000. Wow. 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 2000 Elixit.
Da ist auch noch eine Kuppel. Oh, da war eine Mine. Aua, das tat weh. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken? Oh. Der eine DLC ist, glaube ich, nur so ein Story-Dingensbums, ne? Also da ist, passiert, glaube ich, nicht viel. Alter! Wenn die zuschlagen, dann richtig, ja? Jetzt geht's rund! Verbrecher dulden wir hier nicht. Was? Verbrecher? Den schnapp ich mir. Wer schießt? Oh, erstmal alles schön looten, währenddessen die runterkommen. Aua. Dass das Wasser immer so laut ist. Da wäre ich mal interessiert, dass das, die Spielereihe weitergeht. Du komm, nimm doch mal mit. Ein Angebot, welches du nicht ablehnen kannst. Ich schiebe so viele Nachtschichten und bin vollkommen fertig. Die anderen könnten ruhig auch mal was machen. Was soll schon Schlimmes passieren? Ein paar Nächte solltest du bestimmt ohne mich auskommen. Ich spendiere dir auch ein paar Bierchen. Wesley. Tja. Was soll schon passieren, ne? Oh, was ist das hier? Ist bestimmt auch Party gewesen. Oh. Jetzt gibt's auf die Fresse. Okay. Hat man gesehen, wie es auf die Fresse gibt, ne? Was haben wir denn hier? Das ist ein Trank. Eisenhaut, sehr gut. Einfach mal kostengünstig Attribute krallen hier. Sehr, sehr schön. Apropos kostengünstig, ich glaube... Sehr gut. 41 AP ist 9 Lernpunkte. Ich glaube, wir müssen mal irgendwann mal weiterlernen. Jetzt kommt es aber ganz gut hier. So, Questies. Pass auf. Ich gehe einfach mal wieder zurück hier. Mal gucken, was passiert. 3, 2, 1 und... Alles gut. Wir gehen mal dichter. Na? Okay. Sie triggert erstmal keine Mission. Okay, ja, ich auch nicht.
Unsere Frau läuft da gerade. Na, hast du eine Aufgabe? Nein. Okay. Also, Frau ist es. Ja, was ist sie eigentlich? Frau ist sie ja nicht, ne, Nesti? Oh, warte mal, der Sohn sitzt. Oh, schön. Oh, ich glaube, Dings kommt jetzt. Dann will ich auch mal so werden wie du. Oh. Ja, da ist er. Ich habe einen ehemaligen Wüstenteufel, meine ich. Tatsächlich, das ging ja schnell. Es war leicht in Erfahrung zu bringen, wo er sich gerade aufhält. Er rennt irgendwo im Wald von Tavar herum. Alte Gewohnheiten und alte Jagdgründe. Mirko ist aus Tavar nie wirklich herausgekommen. Mirko? Mirko? Was ist das für ein Kerl? Er geht meist den Weg des geringsten Widerstands und hat für kaum jemanden etwas übrig. Eigentlich eine ziemlich linke Bazille und schmieriger Zeitgenosse. Wir nannten ihn oft auch Schmierko. Klingt passend. Also, wie sieht's aus? Wollen wir? Ja, doch klar. Ach, der Schmierko. Ich hab Mirko verstanden. Klar. Nach dem, was du so über Schmierko erzählt hast, könnte es interessant werden. Dann lass uns gleich gehen. Wir müssen noch ein wenig suchen, bis wir ihn gefunden haben. Ich glaube, wir haben gefunden. Der Schmierko. Also höchstwahrscheinlich ist er in diesem Areal da vor uns irgendwo. Warum gerade hier? Da sind die ganzen Banditen gewesen, die wir platt gemacht haben. Und geschützte Umgebung. Irgendwie stinkt das hier nach ihm. Na schön. Machen wir weiter. Wir werden ja gleich sehen, ob ich recht habe. Ey, guck mal, was für dicke Brocken hier kommen in letzter Zeit. Die waren doch vorher nicht. So, und hier Schmirko, wir waren hier schon mal beim, oh Gott, vor 3-4 Streams, ne, also so 10-20 Folgen, ne? Waren wir da oben und haben uns da durchgekloppt. Ja. Tschüss. Bumm. Na, deinem Freund folgen. Ja. Und glaub ihm nicht die Hälfte von dem, was er dir erzählt. Er ist ein notorischer Lügner. Ach so. Klingt ja sehr sympathisch. Bist du Schmucko hier? Ja. Ach du Scheiße, was sehen meine entzündeten Augen denn da? Bulli, du alter Scheißhaus. Ich dachte, dich hätten schon die Ratten gefressen. Ja, es gab Ach so, Tage, okay. Da wäre es fast so weit gewesen. Ach komm, erzähl doch keinen Scheiß, Mann. Du warst doch immer der Stärkste von uns Wüstenteufeln, oder etwa nicht? Was soll dich schon kaputt machen? Während du den Job als rechte Hand des Dukes hast, hängt unser einer in der Wildnis rum. Du hättest den Job doch gar nicht haben wollen, also erzähl doch keinen Mist. Tja, ganz wie du meinst, Kumpel. Aber du bist doch nicht hier, um mir das zu sagen, oder? Nein, der Duke will ein Ding drehen. Und er sagte, du wüsstest schon davon. Ach ja? Tue ich das? Na, dann lass mal hören. Worum es geht, weiß ich nicht genau, aber er gab mir ein Passwort. Das Kalb geht zum Schlachter. Das heißt, du weißt echt nicht, worum es geht? Nein, und es ist mir auch egal. Ihr macht das schon. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Der Auftrag bedarf einer gewissen Vorbereitung. Und je eher ich damit anfange, desto schneller sind wir damit fertig. Ich würde sagen, wir sehen uns, Kollege. Ja, wir sehen uns. Er ist das Kalb. Ich bleib dabei. Er ist das Kalb. Bevor du fragst, nein, ich will es nicht wissen. Wie bitte? Ich meine, das scheint echt ein großes Ding zu sein, was der Duke da geplant hat. So wie ich die Reaktion von deinem schmierigen Freund interpretiere. Hör auf, mich damit zu nerven. Es muss mich kalt lassen. Ich habe jetzt den Botendienst zu erledigen und fertig. Der Duke wollte doch, dass es so läuft. Das musst selbst du mit deinem Dickschädel zugeben. Mag ja sein. Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber... Mann, es ist nicht zu ändern. Und jetzt halt die Klappe und lass uns weitermachen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich den nächsten Wüstenteufel aufspüre. Ach so. Jax. Imbro. Oh, nicht wieder. Hamorat, Jax. Und wir sind wieder sonst wo.
Na toll. Oh, das ist doch scheiße. Wo bin ich? Ich hatte wieder einen dieser Aussetzer. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Na gut. Na toll. Hast du mich erschreckt? Warum bringt er mich an solche Orte, wo ich schon mal war? Ist alles gelootet. Also fast alles. Wobei, alles. Zu einer unchristlichen Zeit wie jetzt hier. Okay. Wir haben gutes Händen. Upsala. Beide Maus. Ach, guck mal. Beide Maustasten komme ich aus dem. Ach nee, rechte Maustaste schließen. Vergiss es. Lass uns mal wieder in die Bastion gehen und dann gucken wir mal, wer mich jetzt. Kroni, altes Haus. Komm, du. Okay, Kroni nicht. Ist keiner weiter? Gut. Oh, warte mal, sie kommt. Na? Hey, hör zu. Es reicht jetzt. Ich will wieder eine richtige Aufgabe. Ich bin mir nicht sicher. Hast du über unser Arrangement nachdenken können? Ja, und du kannst mir vertrauen. Ich werde dir keinen Ärger mehr machen. Okay, dann halte ich bereit. Wir werden bald wieder in den Kampf ziehen. Gut, ich werde mich darauf vorbereiten. Wenn du also wieder einmal eine Waffengefährtin an deiner Seite brauchst, ich bin ab jetzt wieder verfügbar. Okay, sie ist wieder verfügbar. Übrigens, dein Verhalten ist für jemanden wie dich gerade etwas merkwürdig. Was? Findest du nicht? Nein. Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Mitkommen. Wollte ich eigentlich nicht? Selbstverständlich. So. Wer will was von mir? Das kann möglich sein. Oh, er möchte nichts von mir. Oh. Hättest du ein weiteres Mal ein wenig Zeit für mich übrig? Hättest du mal ein wenig Zeit für mich? Ich möchte die nächste Stufe der Menschlichkeit erlernen. Jemandem zu helfen, der sich in Not befindet, ist doch zweifelsohne eine sehr menschliche Tat, oder? Ja. Natürlich. Jetzt sag aber nicht, dass du jemanden brauchst, der sich in Gefahr begibt, aus der du ihn retten willst. Das brauche ich nicht. Es gibt diesen jemand bereits. Der Jäger Rolf wird von wilden Tieren in seinem Revier bedrängt. Ich schätze, wenn wir ihm nicht helfen, dann wird er diesen Kampf verlieren. Was? Du weißt, dass einer unserer Leute in Lebensgefahr schwebt und wir stehen hier herum und debattieren darüber? Verdammt! Falk! Wo ist er? Wo ist dieser Jäger? Es ist Rolf. Er ist in seinem Revier. Etwa dort, wo wir die Flusskriecher erlegt haben. Du weißt schon wo. Dann sollten wir besser keine Zeit verlieren und Rolf helfen. Sag ich ja. Also, los geht's! Ja. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Geht klar. Sagt euch Herbert. Aus dem Orbit. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts.
Warum haben wir Morkon-Klamotten drin? Ich will etwas kaufen. Sicher doch. Ach, du Heilja. So. An alle Gemeinschaften und einsame Kämpfer. Was für euch keinem Zweck dient, ist ein... Komm mal her, ja. Mitkommen. Natürlich. Wenn diese Bäume quietschen, klingt das, als wäre es ein Baby, was da weint, ey. So, Mensch sein, helfen in der Not. Wahrscheinlich hat er uns selber auch noch da in Gefahr gebracht, oder? Das wär's ja. Falk, 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 Falk. Ich finde deine Beharrlichkeit und deinen unerschütterlichen Glauben schon sehr bemerkenswert. Das ehrt mich sehr, jedoch setzt es voraus, dass ich eine Seele hätte. Nach allem, was ich an Definitionen dafür in meinen Archiven finden konnte, ist das allerdings sehr unwahrscheinlich. Hm. So, wir haben dich gerettet, ne? Ach, verdammt. Sind sie weg? Immerhin lebst du noch. Dieser Drecksack von einem Androiden hat genau gesehen, dass ich von diesen Mistviechern bedrängt wurde. Okay. Ja, glaubst du denn, er hätte auch nur einen Finger gerührt? Weggelaufen ist er. Tut mir leid. Ich handelte nur nach bestem Wissen und Gewissen. Halt jetzt bloß deine blöde Fresse. Danke für deine Hilfe. Ich gehe jetzt erstmal meine Wunden versorgen. Wir sehen uns. Und du Arschloch gehst mir die nächste Zeit besser aus dem Weg, ist das klar? Natürlich. Tja, Falk. Tja, was soll ich sagen? Reden wir besser nicht mehr davon. Ich danke dir für deine Unterstützung, aber ich glaube, ich muss mir die jüngsten Ereignisse erst einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen. Besser ist das. Wir reden später. Danke. Ich... Naja. Oh oh. Jax. Tartagorak. Oh, wir sind gleich wieder woanders. Emre. Jax. Das ist irgendwie so ein Paarungsruf oder so, ne? Oh, mein Kopf. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Ach so. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Oh. Verdammt, wo bin ich? Wieder einer dieser Aussetzer. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Ah, oh, mein Kopf. Du bist aber langsam gut hier. Verdammte Infektion. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier bin. Kennen wir den Teleporter schon? Nö.
So, wo sind wir denn jetzt denn? Da. Lass mich raten, dann gibt es hier eigentlich auch noch einen Teleporter oder was? Das ist der andere Teleporter, okay. Waren wir da hinten schon? Ich will das nur kurz gucken. Oh, was ist das für ein Dicker? Ich will bloß gucken. Ich will es aber nicht vorwegnehmen. Warum ist hier der Tod da? Oh, der ist nicht tot. Das ist ja hier spaßig gerade. Mann. Das war jetzt keinen Sinn hier, was ich mache, aber hier ist nichts weiter außer Krams. Ich wollte bloß gucken, ob das hier irgendwie ein sinnvoller... Oh, oh. Okay, da hat sie wieder schlafen gelegt, das ist gut. Renn. Oh, was ist das? Oh, aua. Okay, er scheint anders zu sein als der andere. Ich weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Oh, guck mal, jetzt wird es hell draußen. Och, und wenn es draußen hell ist, wird es hier drinnen hell. Das ist schön. Oder ist das bloß ein Bug? Das ist ein Bug. Ah, okay, das ist wieder... Wahrscheinlich müssen wir hier dann... Oh ja. Okay, alles gut, ich bin wieder weg. So. Ich wollte ja nur mal kurz gucken.